lauter Promis, jede Menge Promis, jede Menge Stars hier bei uns im Wohnzimmer. Und neben mir sitzt jetzt gerade der Stefan Knittler. Grüß dich, Stefan. Hallo, Martin. Wir kennen uns noch nicht so lange. Wir haben jetzt die ganze Zeit mit Leuten aus, weiß ich was, 20 Jahre langen Verbindungen erzählt. Wir kennen uns relativ kurz. Erinnerst du dich noch? Ich meine, du warst mit den Emmys. Genau, ich war mit den Emmys mal hier im Studio. Und was ist das mit den Emmys? Erzähl kurz über das Projekt. Die Emmys, das ist ein Projekt, wo, also eine Band war das, wo Caro auch mitgesungen hat und der Chris, der heute bei mir Gitarre spielt. Und die haben halt so eine sehr schöne Karnevalsband gemacht. Die hatten so eine schöne Idee, aus Emmy-Sicht halt den Karneval mal zu besingen. Was ist eine Emmy? eine Emmy ist eine imitierte Kölsche, wie man so schön sagt. Also ich bin eine Emmy. Das weiß ich nicht genau. Also sag mal, wenn ich jetzt versuchen würde, Kölsch zu reden, dann wäre ich eine Emmy. Sozusagen, genau. So kann man sagen, genau. Ja. Also jemand, der nicht in Köln geboren ist, aber dazugehören möchte. Genau, so kann man, ja, oder auch dazugehört. Das ist ja, das, auch das mit dem Geboren, das ist, glaube ich, gar nicht so entscheidend. Es ist halt so, dass vom Herzen ein Kölscher zu sein, wie gesagt, das kommt auch nicht von Immigrieren, wie viele denken, sondern tatsächlich von Imitieren, eine imitierte Kölsche. Also das heißt, Leute, die versuchen irgendwie Kölsch zu sein und das nicht hinkriegen, aus welchem Grund auch immer, versuchen irgendwie Kölsch irgendwie mit dabei zu sein. Aber es hat nichts, also nichts originär jetzt mal mit der Herkunft zu tun. Also das ist ja das Schöne an eine der schönen Seiten unserer Stadt, dass sie sehr offen und sehr tolerant ist. Das stimmt. Ich erinnere mich an die Anfänge von dem Projekt. Der Jürgen Uhrig kam zu mir und meinte, es gäbe da so eine Idee und ob ich das nicht produzieren wollte. Und dann haben wir angefangen im Studio und es sind wirklich tolle Sachen geworden. Und letzten Endes ist der Abend heute daraus entstanden, auch mit dem Chris zusammen. Ja. Wie hängt ihr zusammen? Das war auch Zufall. Die Emmys haben mich dann, wir haben mal bei Lass mal singe dann zusammengespielt. Also die Emmys haben dann Auftritte gehabt bei Lass mal singe und da bin ich ja sehr involviert in diesen Verein und dann sind wir uns über den Weg gelaufen und dann war eine Idee geboren von den Emmys. Die haben ein Projekt gemacht, das hieß dann Rockedy. Das war dann halt mit so Comedians und ein bisschen Musik dabei und haben mich gefragt, ob ich da mitspiele. Und schon beim ersten Gastspiel, was wir dann gemeinsam gemacht haben, haben wir uns halt sehr, sehr gut verstanden und angefreundet. Und da habe ich denen von meiner Idee erzählt. Habe gesagt, Leute, ich habe einfach schon immer mal die Idee gehabt, gecoverte Sachen auf Kölsch irgendwie mal zu machen in einem Projekt und auf einer Bühne und das in so ein Programm zu gießen und einen ganzen Abend draus zu machen. Und dann waren vor allen Dingen Chris und Caro halt direkt Feuer und Flamme und haben das tatsächlich dann vom ersten Tag an mitgepusht und mitgezogen und mit aus der Taufe gehoben auch. Ich habe die ganze Zeit die Idee, dass ich das mal im WDR gesehen habe. Stimmt das? Nein. Nee, noch nicht. Noch nicht. Nee. Also irgend sowas Ähnliches, dann habe ich das verwechselt. Auf jeden Fall, ihr führt das in Köln im Gloria auf? Ja, das ist richtig. Seit wie vielen Jahren? Wir haben jetzt im Herbst das dritte Mal gemacht. Das war das dritte Jahr. Das heute ist euer viertes? Nee, wir haben zwischendurch immer mal noch kleine, also es gibt von diesen Hauptevents ja, also mit ganz vielen Gästen und so, tatsächlich ist das heute quasi Nummer 4, das ist richtig. Wir haben zwischendurch mal so ein paar kleinere Ableger gemacht, aber die Hauptgeschichte Pop Op Kölsch ist halt tatsächlich einmal im Jahr, im Herbst, im Gloria und halt jetzt natürlich hier, wo wir uns natürlich sehr drüber freuen. Ja, und wir erst. Wer ist denn da so immer dabei und wie motivierst du die Leute? Das ist ja das Verrückte. Also ich meine, das ist also das ganze Projekt funktioniert ja nur und basiert einfach auf Leuten, die das aus reinem Enthusiasmus machen. Und schon im ersten Jahr hatte ich dabei Henning Krautmacher, Caroline Kebekus, die Casala-Jungs. Haben wir heute auch. Die sind alle da. Purple Schulz war noch mit dabei und ich habe die einfach nur gefragt und die waren Feuer und Flamme. So. Und das ist so toll. Es gibt in dieser Kölner Musikszene und da gehörst du ja auch einfach mit dazu. Es gibt so Enthusiasten, die einfach sagen, das klingt nach einem guten Projekt, da haben wir Bock drauf, das machen wir. Und dann wird da nicht gefragt, wie wird das finanziert, was habe ich davon, was stecke ich mir da in die Tasche, sondern genau das Gegenteil. Alle sagen, komm, was kann ich tun?
Und also ganz klar muss man einfach hervorheben, ist Caro und Chris, die halt von Anfang an mit dabei sind, aber auch, wie gesagt, Henning Krautmacher, der das Ding in einer Art und Weise pusht und sich da reinhängt und mich auch immer motiviert, weil manchmal ist das auch einfach schwer und anstrengend. Und der dann immer sagt, Junge, mach weiter, und mich sehr, sehr unterstützt. Also das ist wirklich ganz toll. Und ich musste da nicht viel Motivierungsarbeit leisten. Also ich musste bei niemandem zu Kreuze kriechen. Kann ich extrem gut nachempfinden, weil unser Projekt hier, dieses Song of My Life, Wohnzimmerkonzert, ist ja im Prinzip dasselbe. Gibt ja keine großartigen Finanziers also mit Kohle hat das alles nichts zu tun. Und trotzdem kommt so ein beseeltes Gefühl auf, dass die Künstler, die da sind, die einmal hier waren, sagen, wann immer, wo immer du rufst, ich bin dabei, egal. Und der Gitarrist, der heute bei dir spielt, der Mirko, der hat hier schon mit Jasmina gespielt, da haben wir uns kennengelernt. Genau. Wir hatten eine sehr blöde erste Begegnung, weil er angefangen hat, so ein riesen Gitarrenzeugs quer irgendwo hinzustellen, wo es gar keinen Platz gab. Und ich hatte die Augen hier vorne stehen und habe ihn so ein bisschen angemacht. Das war unsere erste Begegnung. Wir sind mit Sicherheit beste Freunde inzwischen. Der hat bei Cathy Kelly mitgespielt und jetzt heute spielt er mit dir mit. Dieses Gefühl, dass man eine coole Sache gemeinsam macht und die ganzen anderen Aspekte wie Geld oder warum mache ich das, weshalb lebe ich und sowas, die haben alle keine Bedeutung, sondern man macht zusammen eine Sache aus Spaß, weil man es kann, weil man es mag und es wird dadurch ganz toll, viel toller als manche gut bezahlten Jobs, wo man sich. Auf jeden Fall, weil man es liebt. Und vielleicht ist das auch der Trick, dass man sagt, ich frage jetzt da gar nicht nach, was habe ich jetzt davon, so originär. Und das ist einfach das Schöne, dass es so viele Leute gibt. Ich meine, das ist ja, das hat uns ja auch wenn wir uns noch nicht lange kennen, aber das ist ja so eine Verbindung tatsächlich zwischen unseren beiden Projekten. Insofern finde ich, passt das gut, weil das exakt das Gleiche ist bei mir. Also so, da sind so viele Leute einfach dabei, genau wie hier. Hier schwirren ja Leute rum, die die Technik machen, die Brötchen schmieren, Sauber machen, die sauber machen. Ja, nein, Ton das ist und Kamera Ton und machen. Kamera machen. Und das sind einfach ja so viele Leute. Und das ist, wenn das alles nach normalen betriebswirtschaftlichen Dingen und wenn das eine richtige Cashnummer wäre, dann wäre das ein viel zu dickes Brett und dann würde sowas nie zustande kommen. Und dadurch, dass das alle Beteiligten wissen, entsteht so eine Verbundenheit. Wir ziehen gerade gemeinsam an einem Strang. Das ist auch netter dann im Umgang, weil keiner den anderen anblafft, aber du wirst doch hier hochbezahlt, kannst du nicht mal dafür Ja, sorgen. guck mal auf die Uhr Genau, und. so, sondern das ist alles nicht. Man begegnet sich mit einem tollen Respekt und mit einfach dieser Liebe zur Musik. Darum geht es. Am Ende des Tages geht es um diese, alle haben das gleiche Ding. Und wir haben jetzt eben beim Soundcheck schon Sachen gehört, wo ich einfach auch jedes Mal wieder oben auf der Bühne stehe und denke, genau aus diesem Grunde mache ich das, weil das einfach tolle Momente sind. Wir haben schon Glück. Ja, definitiv. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Und ich bin bereit, wirklich sehr viel Energie, und das tue ich auch, und Arbeit reinzustecken. Und ich sehe es am Ende aber genau exakt wie du. Haben wir ein Glück? Wo siehst du denn das Projekt? Ich meine, einmal im Jahr im Gloria das machen, ist natürlich super toll. Ist das eine Sache, die auf Tour gehen könnte? Ist das was du gerne im Fernsehen würdest? Oder sagst du, ich mache das jetzt und mal gucken, was bei rumkommt? Allein das Machen ist schon cool. Exakt, also besser hätte ich nicht sagen können. Genauso ist es. Also es So ist. geht's mir ja jedes Mal. Das war jetzt keine großartige Ja, das Erfindung. musstest du. Nein, aber es ist genauso ist es. Also ich habe mal jetzt jemanden gesucht, der mich so ein bisschen unterstützt im Management und so weiter, dass ich sage halt, okay, ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung, der mir die abnehmen kann. Und der fragte mich dann auch als erstes irgendwie so: Was sag mal, wie willst du das denn machen? Willst du das dann irgendwie größer machen oder willst du das häufiger dann damit auf Tour gehen? Und alleine diese Fragen, die dieser Mensch mir, der das natürlich aus der Sicht eines Managers logischerweise gestellt hat, die habe ich schon nicht verstanden. Also wo ich dann auch so, weiß ich nicht. Ich sage, es geht wirklich nur um das Organisieren. Ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe das Glück, einmal im Jahr im Gloria und jetzt dann heute hier, und man sieht ja, es passiert was, da zu stehen und das zu machen, worauf ich am allermeisten Bock habe, mit unfassbaren Musikern, von denen ich vor 6, 7 Jahren niemals gedacht hätte, dass ich so tolle Leute zusammenkriege, die mit mir musizieren und und da auch Spaß dran haben. Und dafür bin ich extrem dankbar und mehr so. Und das ist tatsächlich mal sehen. Natürlich, wenn da irgendwann mal mehr draus wird, freut man sich, aber das ist
nicht bei weitem nicht das Wichtigste. Also im Notfall kann man mal aus vom Gloria in die Köln Arena umziehen. Genau. Eine ganz logische Konsequenz als Zwischenstopp zum Stadion natürlich. Ja, auf jeden Fall, was heute überbleibt, sind sicher ein paar richtig tolle Videos und ganz viele Emotionen. Und ich habe jetzt leider die Proben mit einigen versäumt und werde mich nachher ein bisschen durchfuschen müssen. Aber ich kann euch nur wieder sagen, jetzt zum vierten Mal, beim vierten Interview, guckt es euch an, 7:45. Ein wirklich, wirklich tolles Erlebnis. Ganz viel Hetz. Wie sagt man auf Köln? Hetz. Ganz viel Hetz. Und ihr fühlt. Und ihr fühlt. Okay, Emi, ihr erinnert euch. Aber ich kann euch nur sagen, als Münchner, München ist die coolste Stadt der Welt, das ist ganz klar. Aber Köln ist unfassbar. Also es ist wirklich eine tolle Stadt. Es ist echt, es ist wirklich ein Gefühl da, ein Lebensgefühl, ein Gefühl für so einen Ort, für Menschen untereinander. Das ist was Besonderes. Und ihr könnt natürlich im Karneval herkommen, ihr könnt aber auch sonst immer herkommen. Köln ist echt eine Reise wert und vor allen Dingen die Leute in Köln. Und von denen erlebt er heute Abend ein paar ganz außergewöhnliche, so ein richtige Hits, ja. Ganz tolle Sänger und ich kann euch nur raten. Aber ganz tolle Musiker auch, muss man halt tolle sagen. Sänger, Musiker, Musikerinnen, Sängerinnen. Ja. Haben wir das auch. Haben wir noch PC da eingebaut. Und ich kann nur sagen, 7:45 unbedingt einschalten, es wird super geil. Dankeschön.